Warum Bücher lesen, Videos anschauen und Online-Seminare buchen dich nur unwesentlich weiterbringen. Warum das so ist und was du für dich besser machen kannst, das möchte ich dir hier mit diesem Video einfach zeigen. Ich kann dich auch gut verstehen, denn ich habe den gleichen Fehler gemacht. Und ich habe sogar selbst 7 Bücher geschrieben, knapp 200 Podcasts eingesprochen und weit über 300 Videos hier auf diesem Kanal produziert. Und eigentlich, genau genommen, dienen sie dazu, mich kennenzulernen, dass wir beide uns kennenlernen, wie hier auch in diesem Video. Aber eine Veränderung, eine persönliche Veränderung für dich, kann so vom Sofa aus eigentlich nie passieren. Denn Veränderung braucht Bewegung. Veränderung braucht Motivation. Und das kann alleine nicht funktionieren. Alleine in der Kammer, aus dem Wohnzimmer betrachtet, vom Sofa aus betrachtet, kann das gar nicht funktionieren. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Fitnessstudio. Du bekommst eine Einweisung und dann gehst du alleine in das Fitnessstudio. Das mag die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Mal ganz gut funktionieren. Aber dann bist du dir auch gar nicht mehr so sicher, ob du die Übungen richtig machst. Du bist weniger motiviert, weil es achtet ja auch niemand auf dich. Und dann verschwimmt das alles so ganz langsam. Wie gesagt, die Motivation lässt nach und auch die Erkenntnis, ob all das so in Ordnung ist. Ganz anders mit einem Fitnesstrainer. Der mag an mancher Stelle so ein bisschen nerven, aber er motiviert dich. Er motiviert uns, denn er schaut auf dich, er guckt auf dich, ob die Übungen richtig ausgeführt werden und er guckt mit dir gemeinsam auf deinen persönlichen Erfolg und das motiviert im Miteinander. Denn wir Menschen, wir leben vom Miteinander. Und damit sind wir gleich bei der größten Lösung. Alleine macht so etwas keine Freude. Die wirkliche Veränderung, die wirkliche Steigerung von Veränderungsprozessen, von persönlichen Belangen, von Gewinnen auch im Unternehmen passiert immer nur im Miteinander, nie allein und isoliert. Ja, was passiert denn, wenn wir es alleine machen? Wie gesagt, irgendwann haben wir das Gefühl, wir kommen nicht mehr so richtig voran. Wir scheitern dann und das Schlimmste daran ist, was am meisten schmerzt, wir glauben, wir können es selbst nicht. Und die anderen, wie so oft, können es besser. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das unternehmerische Entscheidungen sind, ob das private Entscheidungen sind oder Beziehungsentscheidungen sind. Wenn wir alleine gelassen sind, dann fühlen wir uns oft dem Scheitern nahe. Wir sind ratlos, blicken zu den anderen, vergleichen und dann, das kennst du, sind wir immer im Mangel. Denn der Vergleich setzt uns immer schlechter. Es gibt immer wen, der es viel, viel besser kann. Und das ist genau das Thema, was du alleine mit dir hast, wenn du im stillen Kämmerchen sitzt und alleine eine persönliche Weiterentwicklung anstrebst. Woran liegt es denn? Es ist letztendlich eine pauschale Annahme, die uns in Büchern, in Videos, in Online-Seminaren präsentiert wird. Und diese pauschalen Annahmen gelten eben nicht für jeden, sondern sind ja, wie der Name schon sagt, pauschal. Aber eine Veränderung passiert immer nur persönlich. Und Corona hat es uns doch leidlich gezeigt. Wir Menschen brauchen das Miteinander. Wenn wir isoliert sind, sind wir weniger kraftvoll. Wir verzehren uns nach anderen Menschen im Austausch. Und nichts anderes ist es, wenn wir auf Profis blicken, einfach jemanden, der es besser kann als wir. Und ich persönlich habe all meine Leistungen, egal ob beruflich, mit den vielen Unternehmen, die ich aufgebaut und auch verkauft habe, immer gemeinsam mit Partnern, mit Profis, eruiert und entschieden. Oder auch das Thema Beziehung. Dort habe ich mich auch letztendlich coachen lassen und sogar ursprünglich mal eine Therapie angestrebt, um Dinge mit mir zu klären, damit ich fähig bin, als Mann eine bessere Beziehung zu führen. Und auch die sportlichen Aktivitäten. Ich bin früher sehr viel gelaufen, auch Marathons. Und heute, seit über 10 Jahren, sitze ich auf dem Bike und mindestens ein Alpencross pro Jahr. Und es gelingt mir nur deshalb, weil ich mit Profis spreche, also mit Menschen, die es besser können, die eben das gewisse Etwas haben und die kleinen und großen Tricks kennen, wie wir uns es im Leben leichter machen können. Und nichts anderes ist im Grunde genommen auch das Coaching, das dir in keinem Buch so gelehrt werden kann, in keinem Video und sorry, auch in keinem Online-Seminar. Wir alle leben und wachsen mit persönlichen Verbindungen.
Und das ist der ultimative Test, den nächsten Schritt zu gehen und eben diese persönliche Verbindung kurz oder lang einzugehen. Nur weiterlesen, weiter Videos anschauen oder Online-Seminare besuchen, bringt dich nicht wirklich weiter. Denn nur die persönliche Veränderung, das Aufeinander eingehen, lässt uns wachsen und jegliche Beziehung, egal ob beruflich oder privat, besser angehen und klären. Ein Sparringspartner auf Augenhöhe ist das, was sich jeder wünscht. Denn alles andere ist letztendlich Zeitverschwendung. Du verschwendest deine Zeit, kommst nicht weiter und das Schlimmste, ich sagte es gerade schon eben, ist der Zweifel, der sich dann in dir breit macht, dass du selber möglicherweise unfähig bist, das eine oder andere nicht zu regeln. Und das ist einfach nicht richtig. Wenn wir einen Sparringspartner auf Augenhöhe haben, dann können wir uns immer wieder messen, abstimmen und haben einen Referenzwert. Und allein der lässt uns schon wachsen, weil ich mich einfach darauf einstellen kann, wo bin ich, wo sind die anderen und was ist noch zu verändern, wo sind noch die Möglichkeiten, die in mir schwelen, die ich noch gar nicht kenne. Es liegt also nie an dir, sondern an dem Medium, wenn du nicht weiterkommst. Und ich wiederhole mich zum x-ten Male, nur im Miteinander hast du die Chance, wirklich individuell weiterzukommen. Und ich freue mich darüber, seit über 25 Jahren als Unternehmer und Coach genau darin tätig zu sein. Und wenn du Lust hast, mit mir einfach ein unverbindliches Erstgespräch zu führen und ganz persönlich auf deine Themen, auf deine Anliegen einzugehen, dann freue ich mich sehr. Ich verspreche dir bereits eine erste Strategie und Lösungsansätze, wenn du hier unten den Gesprächsbutton drückst und mit mir in Kontakt kommst. 20 Minuten, die durchaus dein Leben verändern können. Ich freue mich drauf. Alles Gute und bis gleich.